Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, Soziologie und Physik im Gespräch. Ich bin Helga Rietz, Wissenschaftsredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung und meine Gäste heute sind Professor Hartmut Rosa, Soziologe an der Uni Jena und Professor Marc Timmel, Physiker an der TU Dresden. In den nächsten knappen Stunde soll es um diese beiden Fachbereiche gehen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht viele Berührungspunkte und wenig Gemeinsamkeiten haben. Und ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich an dieser Stelle schon sage, wir werden merken, dass es da einen größeren Überlapp gibt, als man auf den ersten Blick denkt. Herr Rosa lehrt und forscht, wie gesagt, an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist außerdem Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt. Herr Rosa, ich möchte Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen mit einem Einblick in Ihre Forschung. Beschleunigung und Resonanz sind Schlüsselbegriffe Ihrer Arbeit. Wir kennen Sie ja eher aus physikalischen Zusammenhängen. Was bedeuten diese in Ihrer Soziologie? Ja, das ist eine interessante Frage, weil mir das eigentlich gar nicht klar war. Ich würde sagen, fast bis Sie mich gefragt haben. Oder jedenfalls steht das nicht im Zentrum meines Denkens, dass tatsächlich Beschleunigung und Resonanz eigentlich physikalische Begriffe sind. Und wenn ich mir überlege, wo das eigentlich herkommt, dann fällt mir ein, dass ich tatsächlich als Schüler, also wir hatten damals zwei Leistungskurse und ich hatte einen Physik und einen Philosophie. Also ich habe eigentlich tatsächlich immer ein Interesse an der Physik gehabt. Und manchmal sage ich jetzt sogar noch, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich, glaube ich, Physik studieren und nicht Geistes- oder so. Sozialwissenschaften oder Philosophie, weil mich die, also insbesondere auch die Astrophysik, aber auch die, weil ich Physik sehr interessant finde im Blick auf die Frage, was wie Wirklichkeit beschaffen ist. Und ich finde, wenn ich die Grenzen meines Denkens kennenlernen will, geht es, glaube ich, sogar besser in der Physik als in der Philosophie. Aber trotzdem habe ich die Begriffe eigentlich nicht mit einer physikalischen Absicht oder auf einer physikalischen Basis entwickelt. Also die Beschleunigung ist ja ein Begriff, den wir einfach auch alltäglich verwenden. Also dass das Leben schneller wird, dass die Gesellschaft schneller wird oder die Geschichte. Das ist eine Wahrnehmung, die wir eigentlich in der modernen Kultur seit dem 18. Jahrhundert immer wieder hören und sehen. Und ich habe das einfach aufgegriffen und wollte mal gucken, mir ist dann eigentlich aufgefallen, dass es da totales begriffliches Wirrwarr gibt. Also manche reden davon, dass die Zeit selber schneller wird oder dass die Geschichte schneller wird oder das Leben oder die Gesellschaft. Und ich wollte einfach wissen, was beschleunigt sich wirklich. Und habe dann allerdings ein bisschen versucht, aber auf eine sehr, einfachen Grundlage da an die Physik anzuknüpfen und habe dann Beschleunigung als Mengeneinheit, als Mengensteigerung pro Zeiteinheit definiert und daraus versucht, eine soziale Beschleunigungstheorie zu entwickeln. Und die Resonanzgeschichte habe ich schon gar nicht aus der Physik genommen, würde ich sagen, weil ich habe eigentlich vor allen Dingen nach einem Gegenbegriff zur Entfremdung gesucht und habe mir überlegt, wann fühlen wir uns denn in dieser Welt nicht entfremdet, wann fühlten wir uns da zu Hause in Anführungszeichen oder wann haben wir den Eindruck einer gelingenden Weltbeziehung und hatte dann so Vorstellungen von einer gewissen Responsivität und bin dann darüber auf den Begriff einer Resonanzbeziehung gekommen und hatte dann, glaube ich, den Begriff zuerst und habe dann allerdings auch da geguckt, kann ich das so ähnlich machen wie in der Physik, wo ich dann, wie bei dem Beschleunigungsbuch, wo ich dann erstmal mit also S gleich ein halb AT Quadrat angefangen habe und daraus dann, wie gesagt, Mengensteigerung pro Zeiteinheit gemacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, natürlich gibt es Resonanz als physikalisches Phänomen und ich habe das dann versucht aufzugreifen mit zwei Stimmgabeln, die mit miteinander in Einklang kommen. Da bin ich auf das Experiment gestoßen von zwei Metronomen, die irgendwie einen Takt geben, wenn ich die auf eine bewegliche Unterlage stelle. Das fand ich hochspannend. Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich auch, soweit ich das mit meinen kleinen Kenntnissen beurteilen kann, was ich ganz interessant finde, weil, wie gesagt, ich mich auch für Astronomie interessiere, wenn man sich guckt, wie Himmelskörper miteinander in Beziehung treten, dann kann man das durchaus, glaube ich, als Resonanzbeziehung beschreiben. Und da gibt es ja dann auch wieder schöne philosophische und ästhetische Ideen von wegen Himmelsmusik und so etwas. Und insofern würde ich sagen, es ist interessant, das gemeinsam zu durchdenken, aber in meiner eigenen Arbeit habe ich die Begriffe jetzt nicht systematisch an der Physik entwickelt, schon gar nicht an der akademischen, zeitgenössischen Spitzenphysik. Also kommen diese Begriffe eher so aus einem allgemeinen Sprachgebrauch. Ich finde das recht lustig, weil ich ja als Physikerin, ich habe selber ja auch Physik studiert und gehe mit den Augen einer Physikerin daran und dann fällt es recht stark auf, dass Begriffe, die in der Physik, sagen wir mal, stark besetzt sind, in der Soziologie auch wieder auftauchen. Und ich habe bei der Vorbereitung dieses Podcasts auch von Temperatur und Druck gelesen und hab an sehr vielen Stellen dann gemerkt, aha, da konstruiert man so Analogien zu physikalischen Phänomenen und das hat mich recht beeindruckt, muss ich sagen.
Können Sie noch mal kurz zur Beschleunigung sagen? Sie sagen Steigerung pro Zeit. Was ist es konkret, was sich steigert in unserer Gesellschaft? Ja, meine, also ich wollte es da wirklich genau wissen, weil tatsächlich war es so, dass gerade in der Soziologie da auch eine Skepsis herrschte, dass Leute dann immer gesagt haben, na ja, das ist eigentlich nur eine Redeweise, ja, die manches beschleunigt sich, manches verlangsamt sich, eigentlich gibt es da keine systematische Änderung. Und meine These war dann, dass ich eben doch drei verschiedene Gebiete unterscheiden muss. Also das eine sind wirklich technische Beschleunigungen, das sind sozusagen, das ist die intentionale, also die vorsätzliche Beschleunigung zielgerichteter Prozesse, zum Beispiel, ich will mich schneller von A nach B bewegen oder ich will etwas schneller herstellen, ja, ich will ein Buch nicht abschreiben, sondern kopieren, geht halt viel schneller. Technische Beschleunigungen sind Transportbeschleunigungen, vor allen Dingen Kommunikationsbeschleunigung, der Zahl der Zeichen, die ich pro Zeiteinheit übermitteln kann, oder Produktionsbeschleunigung. Und Sie sehen, in all diesen drei Bereichen kann ich das als Mengensteigerung pro Zeiteinheit beschreiben. Also zum Beispiel, ich erhöhe die Zahl der Stundenkilometer, da ist es ja schon drin, also der Kilometer, den ich pro Stunde zurücklegen kann. Also Mengensteigerung, die Kilometer pro Zeiteinheit, das ist hier die Stunde. Ich kann jetzt nicht nur 10 Kilometer pro Stunde mich fortbewegen, sondern 100 oder mit einer Rakete noch viel mehr. Und das Gleiche würde gelten für die Produktion. Ich kann jetzt nicht nur ein Auto herstellen mit der neuen Maschine pro Tag, sondern 7 Autos pro Tag oder so. Also, oder in der Kommunikation. Ich kann jetzt so und so viel Zeichen mit den, was weiß ich, mit dem neuen Glasfaserkabel pro Minute übermitteln oder pro Sekunde übermitteln. Wir haben es jedes Mal mit einer Mengensteigerung in einer vorgegebenen Zeiteinheit zu tun. Aber technische Beschleunigungen sind nur ein Bereich. Der zweite ist eine Beschleunigung des sozialen Wandels. Die Welt bleibt nicht so, wie sie ist. Und da kann ich das wiederum über Mengensteigerung pro Zeiteinheit definieren und dann auch messen, nämlich zum Beispiel die Modewellen. Ja, wie viele Modewellen habe ich in einem Jahrhundert, die aufeinander folgen? Oder wie viele technologische Wechsel oder wie häufig ändert sich der Studiengang? Ja, finde ich hochinteressant, sich das mal anzugucken. Eine Studienordnung, was für eine durchschnittliche Bestandsdauer hat die? Man kann das auch mit dem Begriff der Gegenwartsschrumpfung beschreiben. Ja, also die Dinge, darunter fasse ich Praxisformen, auch Wissensformen und Assoziationsmuster, also wer mit wem in welcher Weise verknüpft ist. Und meine These ist, ich sehe da eine Mengensteigerung pro Zeiteinheit in der Änderungsrate, also oder ja, eine Erhöhung der Änderungsraten. Und das Dritte ist, der dritte Bereich gesellschaftlicher Beschleunigung ist eine Beschleunigung des Lebenstempos. Übrigens, darüber spricht schon Georg Simmel, also vor über 100 Jahren in der Soziologie. Aber ich finde, er hat das Lebenstempo nicht sauber definiert. Genau genommen hat er es gar nicht definiert. Und da kam ein Geograf daher, der ist sehr viel diskutiert, zitiert worden, Robert Levine, eine Landkarte der Zeit. Aber der hat das Lebenstempo dann gemessen an der Schrittzahl und an der Zeit, die man braucht, um eine Briefmarke zu kaufen und an der Ganggenauigkeit öffentlicher Uhren. Ich fand alle drei Indikatoren ziemlich schlecht. Und deshalb definiere ich eine Beschleunigung des Lebenstempos als eine Steigerung der Zahl der Handlungs- oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit. Da können Sie jetzt auch einen Tag oder eine Woche nehmen. An einem Tag kann man es ziemlich schön sehen. Also wie viele Erlebnisepisoden hat ein durchschnittlicher Tag? Und das wird dann nicht ganz leicht zu messen, weil die Frage ist, was ist eine Erlebnisepisode? Aber ich habe immerhin ein einigermaßen operationalisierbares Konzept. Und in allen drei Bereichen, technische Beschleunigung, sozialer Wandel, Lebenstempo, kann ich Beschleunigung als Mengensteigerung pro Zeiteinheit definieren. Allerdings habe ich es einmal mit stetigen und einmal mit nicht stetigen Prozessen zu tun, aber das ist für die Definition erstmal egal. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick, und wir werden sicher später darauf nochmal zurückkommen. Nun aber erstmal zu meinem zweiten Gast, Marc Timme, der an der TU Dresden lehrt und forscht. Er leitet dort den Lehrstuhl für Netzwerkdynamik. Herr Timme, Netzwerkdynamik, das klingt erstmal sehr abstrakt, aber beim Blick in Ihre Publikationen findet man Fragestellungen, die dann doch sehr lebensnah sind. Da geht es zum Beispiel um Uber, wenn ich da ein Taxi buche, welchen Preis bekomme ich? Es geht um erneuerbare Energien und den Netzausbau. Es geht um Verkehrsstaus. Was haben alle diese Themen miteinander gemein? Und wie trägt man als Physiker dazu bei? Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr interessant, was passiert, wenn verschiedene Einheiten, das können auch Menschen sein, miteinander wechselwirken. Und das ist auch schon immer mein Interessens- und Forschungsgebiet gewesen, schon im Studium und auch in meiner Masterarbeit habe ich mich beschäftigt mit vernetzten dynamischen Systemen und vernetzten komplexen Systemen. Und das war auch schon immer zwischen Bereichen, also zwischen Physik und mindestens einem anderen Fachgebiet, oft mehreren anderen Fachgebieten. Ich habe ursprünglich Mathematik und Physik studiert und die
Frage sozusagen, die mich am meisten interessiert, ist, wie entstehen neue Verhaltensweisen auf der Systemebene aus den Dynamiken einzelner Einheiten? Das können, wie gesagt, Menschen sein, es können Autos sein oder irgendwelche abstrakteren Player. Das könnten auch in einem Stromnetz zum Beispiel sind es Kraftwerke und Verbraucher. Und hier im Gehirn sind es Nervenzellen. Alle diese Systeme stellen vernetzte Systeme dar. Das heißt, viele Wechselwirkungen, die gleichzeitig auftreten, die Dynamik der einzelnen Einheiten verändern und die meistens zu einem großen Ganzen beitragen, was oft unter dem Begriff Selbstorganisation gefasst wird. Und wir interessieren uns auf der einen Seite für die Selbstorganisationsprozesse, die in allen diesen Systemen entstehen, zum Beispiel auch für die Frage, wann denn etwas synchronisiert, also wann oszillatorische Einheiten etwa sozusagen im Takt miteinander stehen. Das ist auch nicht nur wissenschaftlich, akademisch wichtig, sondern ganz viel in verschiedenen Anwendungsgebieten. Zum Beispiel, wenn ein neuronales System zu stark synchronisiert ist, dann ist das eine Realisierung von epileptischen Anfall, was sie nicht, was sie sozusagen vermeiden wollen. Auf der anderen Seite in einem technischen System, nämlich dem Stromnetz, ist es so, dass die Wechselstromphasen, also die Variable, die beschreibt, in welchem Zustand das System an einem bestimmten Ort gerade ist, die wollen sie in fester Phasenbeziehung haben. Das bedeutet, sie wollen eine Art Synchronisation herstellen zwischen verschiedenen Orten. Wenn sie das nicht schaffen, dann können sie keine elektrische Leistung übertragen zwischen den Orten. Wenn das umherfluktuiert zu stark, dann bedeutet das, dass der Strom in verschiedene Richtungen fließt. Also aus Dresden, wenn ich das in meiner Vorlesung erkläre, das Phänomen, nehme ich immer das Beispiel Leipzig und Dresden. Wenn sie eine Phasenbeziehung haben, die fest ist, dann fließt zwischen Leipzig und Dresden auf einer elektrischen Stromleitung ein bestimmter Strom. Wenn sie die Phasenbeziehung umkehren, dann haben die Stromrichtung umgekehrt. Und wenn das natürlich hin und her fluktuiert, dann fließt die ganze Zeit Strom und es geht Leistung verloren, aber sie haben da nichts Konstruktives beigetragen. Ja? Also sie haben nicht von A nach B die elektrische Energie transportiert. Genau, das sind also Synchronisation, ist ein wichtiges Forschungsgebiet von uns, was in verschiedenen Bereichen auftritt. Bei uns, also wir gehen eigentlich immer so ran, dass wir zuerst ein Phänomen beobachten. Das kann also sein, dass wir es wirklich selber beobachten oder dass wir es aus der Literatur haben oder dass es teilweise steht es in der Zeitung. Dann versuchen wir, das System möglichst einfach und isoliert theoretisch-mathematisch zu beschreiben, darin, dass den Prozess der Selbstorganisation mathematisch genau abzubilden und dann wieder zurückzugehen mit Hilfe von Computersimulationen zum Beispiel in Richtung der echten Systeme, um genau zu sehen, welche zusätzlichen Einflüsse denn da eine Rolle spielen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die Frage, welche grundlegenden mathematischen Strukturen entstehen da, welche emergenten Phänomene der Selbstorganisation treten auf und auch, wie kann ich solche Systeme kontrollieren? Kontrolle wird immer wichtiger, aber es ist oft jenseits dessen, was man zum Beispiel in den Ingenieurswissenschaften als Kontrolltheorie lernt, weil es eben komplexer ist als das. Mhm. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Was mich an diesen Fragestellungen so fasziniert, ist die Tatsache, dass diese einzelnen Akteure so wahnsinnig unterschiedlich sind. Einzelne Atome reagieren auf äußere Einflüsse, Nervenzellen haben eine Funktionsweise, aber Menschen haben einen freien Willen oder unterstellen wir jetzt mal für diesen Podcast, die Autos haben einen Fahrer mit einem freien Willen am Steuer. Wie kann das sein, dass man all dieses auf ein Fachgebiet oder auf eine Methodik runterbrechen kann? Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen nicht, dass ich schmunzle, aber das ist genau das was mich daran fasziniert. Ja. Es ist genau das, die Frage, wie kann das denn sein, dass
sich Autofahrer so ähnlich verhalten wie Elektronen in der Stromleitung. Und zum Beispiel gibt es da für so sogenannte Flussnetzwerke das Phänomen des Bresschen Paradoxons. Der Dietrich Bress war oder ist noch, aber im Ruhestand, ein Unternehmensforscher und hat in den 60er Jahren festgestellt, dass wenn man in bestimmten Straßennetzen eine neue Straße hinzubaut, womit man ja eigentlich das Straßennetz entlasten möchte, wenn man das nicht an der richtigen Stelle tut, kann es dazu führen, dass das Gesamtstraßennetz öfter zu Verstauungen führt. Das heißt, es gibt einen negativen Effekt statt einen positiven, den man eigentlich erwarten würde. Wir hatten übrigens dasselbe hier in Dresden in der modifizierten Form. Da wurde eine neue Brücke gebaut, die dazu führen sollte, den Verkehr zu entlasten. Und das Erste, was man dann festgestellt hat, dass der Verkehr auf den Zubringerseiten sich natürlich zunimmt. Und das heißt, man muss dann noch weitere Straßen hinzubauen. Wir haben dasselbe Phänomen, findet man tatsächlich im Verkehr, also durch das Verhalten von Menschen, die suchen sich eine Strecke aus, wie auch in Stromnetzen. Und in Stromnetzen sind wir gerade dabei, jetzt eine Publikation dazu zu schreiben, dass der aktuelle Netzausbauplan von Deutschland, also Sie haben sicher davon gehört, dass es so Nord-Süd-Trassen geben soll zum Beispiel, dass das an bestimmten Stellen dazu führen kann, dass dieses Bress-Paradoxon auftritt. Das bedeutet, Sie kriegen Leitungsüberlastungen an anderer Stelle als da, wo Sie bauen. Insbesondere auch da nicht direkt im Umfeld, also nicht nur die benachbarten Leitungen sind betroffen, sondern Leitungen, die entfernt sind. Warum ist das Gleiche? Auf der einen Seite, weil die auf der mathematischen Ebene dasselbe sind. Es geht darum, dass Dinge oder Menschen oder Autos von A nach B fließen. Sie haben also Quellen, da wo Leute losfahren zum Beispiel oder da wo die elektrische Energie hergestellt wird im Kraftwerk. Und sie haben Senken, da wo die Leute arbeiten oder einkaufen gehen oder da wo eben die elektrische Energie abgenommen wird. Und das ist eine Eigenschaft, diese Flusseigenschaft. Und mich fasziniert als Physiker sozusagen grundlegende Prinzipien zu entdecken. Und das ist eine Beschreibungsebene, die mir in verschiedenen Anwendungsgebieten nutzen können. Der Herr Rosa hatte bereits gesagt, dass ihn auch verschiedene Dinge, Beschleunigung, Aspekte der Beschleunigung interessieren, zum Beispiel Information oder auch sozusagen Materie, wie schnell kann ich was produzieren. Und bei Flussnetzen gibt es eine ähnliche Charakterisierung. Die Frage ist, was fließt? Und es gibt eigentlich nur im Wesentlichen drei Sachen, die fließen können. Entweder Materie, also irgendwas, was man anfassen kann, Energie oder Information. Alles andere könnte mehr oder weniger darauf zurückführen. Und es gibt sogar Leute, die sagen, na gut, das ist alles irgendwie nur Information. Das heißt, das ist sozusagen die noch abstraktere Ebene. Und was mich daran fasziniert, ist, dass man das begreifen kann und tatsächlich dann anwenden kann. Also ich habe mehrfach in meiner wissenschaftlichen Laufbahn sozusagen die Einsichten von einem Feld ins andere überführt. Ich habe zum Beispiel eine neurowissenschaftliche Publikation, dessen ursprüngliche Idee ich aus der Meteorologie übernommen habe. Da ging es darum, ob Wetterphänomene in Kontinentaleuropa damit zusammenhängen, wie das Wetter in Großbritannien ist. Und da gibt es auch, ja, also will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber jetzt auch mathematische Konzepte, die sozusagen das beschreiben, die Zusammenhänge. Und im Gehirn sind ähnliche Mechanismen am Werk, die grundsätzlich gleich funktionieren, obwohl sie im Detail völlig anders aussehen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, der auch, den ich auch probiere, in die Öffentlichkeit zu bringen, dass sozusagen das Verständnis dafür erweitert wird. Erstens, dass es ähnliche Phänomene gibt. Das heißt, man kann aus einem System auf bestimmte Eigenschaften, grobe Eigenschaften des anderen schließen, auch wenn es im Detail völlig verschieden ist. Und zweitens, es gibt emergente, selbstorganisierte Phänomene, die also, wie das Bressche Paradoxon, anders sind, als die Dynamik der Einheiten vermuten lässt.
Vielen Dank für die Einführung und wir werden auf einige von diesen Themen später nochmal zurückkommen. Lassen Sie uns, bevor wir das tun, nochmal zusammen mit den Hörerinnen und Hörern einen kleinen Schritt zurückgehen. Dies ist ein Podcast von der Abteilung Junge Deutsche Physikalische Gesellschaft. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer sind in einem großen Teil Physikstudentinnen und Studenten eher in den ersten Jahren ihres Studiums. Und jetzt ist es so, von der Soziologie weiß man aus der Schule recht wenig, denn es gibt kein Schulfach Soziologie und es gibt auch nicht den Beruf des Soziologen. Deshalb, Herr Rosa, was macht, was kann ein Soziologe? Lassen Sie uns eine kurze Definition wagen. Nee, also viele würden vielleicht erstmal sagen, Soziologie ist die Lehre von der Wissenschaft von der Gesellschaft. Also wie funktioniert eine Gesellschaft so, wie man Materie untersuchen kann oder Datenströme oder Verkehrsströme, kann man auch versuchen, wir gesellschaftliches Leben und Verhalten zu untersuchen. Wobei man dann was ganz Interessantes feststellt, dass nämlich die Soziologie nicht so genau sagen kann, was eigentlich eine Gesellschaft sein soll. Ja, also wo hört die auf und wo endet die und gibt es überhaupt eine Gesellschaft oder gibt es viele Gesellschaften und sind die natürlich. Es gibt eigentlich eher eine Einigkeit darüber, dass die nicht an einer nationalstaatlichen Grenze endet. Also man kann, wenn man das Ding verstehen will, nicht so leicht die deutsche Gesellschaft von der französischen unterscheiden. Und deshalb muss man auch sagen, Soziologie untersucht nicht einfach nur die Gesellschaft, schon weil Gesellschaft ein schwieriger Begriff ist, sondern alles, was zur Sozialität gehört, zum sozialen Leben, zum sozialen Handeln, zum sozialen Verhalten. Also zu dem, was passiert, wenn Menschen miteinander interagieren. Und darüber gibt es Theorien. Da kennt man vielleicht Max Weber, Karl Marx wird immer noch als einer der ganz zentralen Referenzautoren herangezogen. Und dann aber auch Leute wie Hannah Arendt zum Beispiel oder Judith Butler und Emil Durkheim und ganz viele andere, Georg Simmel, also das wäre der Bereich der theoretischen, der allgemeinen theoretischen Soziologie. Und natürlich gab es dann auch den Wunsch, Soziologie wie eine harte Naturwissenschaft zu betreiben. Das passiert dann meistens in der empirischen Sozialforschung und da gibt es ja durchaus auch, da gibt es dann tatsächlich auch Berührungspunkte zur Physik. Zum Teil wird das ja auch genau in Dresden gemacht. Also Herr Thieme hat es auch schon angedeutet, wie das funktioniert. Das war wirklich versucht, dann ein menschliches Verhalten zu modellieren auf eine bestimmte Weise. Oder eben Statistiken zu machen, also alles, was mit Marktforschung, Umfrageforschung, Meinungsforschung, Wahlforschung zu tun hat, kommt letzten Endes aus dem Methodenrepertoire der Soziologie. Aber es gibt dann eben auch die Einsicht, dass man damit nicht alles fassen kann, vor allen Dingen, dass man die Dinge nicht so leicht versteht, selbst wenn ich sie beschreiben kann. Ja. Also, und man stellt übrigens ganz schnell fest, wenn Sie Menschen fragen, wenn Sie wissen wollen, warum engagieren sich, das war ein Projekt, das wir mal hatten, warum engagieren sich manche Menschen ehrenamtlich und andere nicht, zum Beispiel, ja, weil es ist eigentlich ganz schwer zu sehen, weil es gibt kein Geld dafür, gibt auch nicht viel Anerkennung, also warum verschwendet jemand seine Zeit damit? Und dann stellen Sie ganz häufig fest, wenn Sie Leute fragen, warum sie es nicht tun, sagen sie, ja, ich habe keine Zeit. Und dann stellt man fest, das Zeitbudget sagt eigentlich gar nichts darüber aus, was jemand tut. Sie kriegen die gleiche Antwort, wenn Sie jemand fragen, warum man nicht ins Museum geht. Ja, ich würde ja echt gerne hin, aber ich habe keine Zeit oder ist ganz egal was. Also was man mit Fragebogen rauskriegt, das sagt dann nicht so viel. Und deshalb gibt es auch qualitative Sozialforschung. Man macht dann lange Interviews, in denen man versucht, Sinnmuster zu erschließen, indem wir eben glauben, dass das Verhalten nicht einfach nur, und da wird es dann spannend, ja, eigentlich nicht einfach physikalisch gesteuert ist, sondern dass es sowas wie Agency gibt. Also auch Eigeninitiative. Und ich bin aber wirklich offen bei der Frage, wie, was kann man wie erklären und wie weit geht das? Aber ja, Soziologen versuchen also auch mit Methoden des Beforschens der Objekte, also insbesondere der Menschen oder der Beobachtung Gesellschaft zu erklären. Das gehört auch zu diesem Bereich und sowas machen wir dann. Und ich finde übrigens die Frage sehr interessant, das würde ich unbedingt Herrn Thieme noch nachfragen, weil Sie haben gesagt, man kann drei Arten von Strömen unterscheiden, also Materie, Energie oder Information. Und tatsächlich bin ich am Nachdenken über ein neues Buch oder ein neues Großbereich, wo ich eigentlich finde, wir haben keinen Begriff sozialer Energie, ja, weil man übrigens auch selbst individuelle Energie haben wir nicht so leicht. Also oft sagen wir ja irgendwie, heute fehlt mir irgendwie jede Energie. Und ehrlich gesagt, wenn ich Burnout habe, dann fehlt mir ja ganz buchstäblich manchmal schon die Kraft, eine Treppenstufe zu steigen. Und es ist aber nicht eine physikalische, also eine physisch messbare Kraft. Und eigentlich denkt man dann kann man zur Psychologie gehen und die kommt dann mit sowas wie Motivations- oder Antriebsenergie, ist aber gar nicht gut definiert. Und ich finde, man müsste das eigentlich noch anders anschauen, dass man nämlich sowas wie politische Energie sich anguckt. Ja? Und das ist bestimmt nicht mehr eine individuelle Eigenschaft, sondern etwas, was zwischen den Menschen entsteht. Und deshalb denke ich darüber nach, ob ich nicht mal ein Buch schreiben soll, soziale Energie, oder einfach darüber nachdenken, so wie bei Beschleunigung und Resonanz, was könnte denn das sein? Und deshalb will ich Herrn Thieme fragen,
Ob man sagen würde, wenn er sich entscheiden muss, sozusagen, alles ist Information oder alles ist Energie, ist es das Gleiche? Und könnte man nicht sagen, es ist eher Energie als Information? Weil, weiß ich eben Wäre nicht. Ihnen das lieber? Mir wäre es gerade lieber, ja. Ich würde mich lieber nicht entscheiden, wenn es, wenn das möglich ist, weil je nachdem, wie detailliert die jetzt auf der physikalischen Seite dran gehen, haben sie zum Beispiel eine Äquivalenz von Materie, also Masse und Hm, Energie. klar. Aber das ist in der Praxis nicht so richtig relevant. Ja? Also für das, was die Systeme, mit denen Sie sich beschäftigen und auch mit denen wir uns beschäftigen, spielt das effektiv keine Rolle, außer die Leute, die sie interessieren, beschäftigen sich jetzt gerade mit Relativitätstheorie. Deswegen möchte ich diese Unterscheidung also zwischen Materie und Energie nicht unbedingt machen, aber auch nicht unbedingt in Richtung der Frage gehen, ob ich jetzt Energie zum Beispiel als Informationsform sehen möchte oder das Verschicken von Materie. Das ist natürlich irgendwie auf der abstrakten Ebene so, hat aber auch auf der makroskopischen Ebene nicht so eine große Relevanz, finde ich, Klar. weil das meine Forschungsfrage. Oder meine Forschungsfrage muss ich vielleicht betonen, also die Forschungsfragen, die mich interessieren und die wir bearbeiten in der Gruppe, nicht weiterbringt. Ja? Man kann das machen und dann ist es vielleicht schöner, allgemeiner definiert, aber das ist auch nicht, was mein Hauptinteresse ist. Verstehe ich. Was ich trotzdem interessant finde, sozusagen die Frage, gibt es denn sowas wie eine Energie oder wie auch immer man es nennen will, ja, was nicht individuell ist, sondern was entsteht dadurch, dass Wechselwirkungen auftreten. Also können wir gerne auch im Nachgang nochmal sprechen. Ja, das wäre von allergrößtem Interesse für mich, weil man tatsächlich dann Energie eher als individuell, also eine psychische Eigenschaft, versteht. Es gibt einen Soziologen, der heißt Randall Collins, der tatsächlich, der spricht von Emotional Energy und versteht das aber als etwas, was zwischen Menschen aus der Interaktion entsteht und das, da, ob aus Interaktion selber Energie entstehen kann. Physikalisch wird das wahrscheinlich schwierig, aber das scheint mir eine hochinteressante Frage zu sein. Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu fügen zur Soziologie, weil also ich finde, was wir auch tun, was mir besonders am Herzen liegt, ist sowas wie eine phänomenologische Soziologie. Also ich glaube, wenn ich soziales Leben verstehen will, also das heißt ja letzten Endes, wie wir handeln und warum wir handeln. Ich glaube, man kann das einerseits durch einen Blick von außen machen und dann bin ich nicht weit von naturwissenschaftlicher Betrachtungsweise, also aus einer Beobachterperspektive. Was geschieht da? Wie kann ich das beschreiben? Aber es gibt eben auch die Möglichkeit einer Perspektive von innen. Also wie fühlt es sich an in gewisser Weise? Und ich glaube, wenn ich verstehen will, was Menschen motiviert, also dann muss ich sozusagen auf ihre Begehrungen, auch auf ihre Sehnsüchte schauen und auf ihre Ängste. Und die rekonstruiert man eben auf eine andere Weise als das, was man naturwissenschaftlich so ohne weiteres kann. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden, an welcher Stelle ich weitermache, weil es zwei interessante Anknüpfungspunkte gibt. Herr Rosa, Sie hatten schon gesagt, Sie bilden viel so Analogien und Sie streben eigentlich nach Definitionen von bestimmten Begriffen, die wir so allgemeinsprachlich verwenden, die Sie dann aber auch für Ihre Arbeit benutzen. Und Sie streben da nach Definitionen, die eine mathematische Genauigkeit haben. Also Sie haben jetzt gesagt, Beschleunigung ist Zuwachs pro Zeit. Ist das diese Genauigkeit und dieses Fassen in mathematische Formeln, ist das etwas, was die Soziologie generell macht, oder ist das etwas, was charakteristisch ist für Ihre Beschäftigung mit der Soziologie? Insbesondere auch, weil Sie sagten, ja, bei Simmel, aber ist es gar nicht genau definiert und so weiter. Deswegen interessiert mich das besonders. Also ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass das die Soziologie generell macht, aber ich glaube, also tatsächlich, das ist eigentlich kein Glaube, das ist ein Befund. Die Soziologie ist gerade jetzt, also besonders in Deutschland, aber vielleicht sogar weltweit, massiv gespalten, weil es gibt diejenigen, die versuchen sozusagen mit scharfen Definitionen zu arbeiten, also empirische Sozialforschung zu betreiben und dann zu sagen, ich habe gemessen, es gibt einen Zusammenhang zwischen was weiß ich, Katholizismus und Arbeitslosigkeit oder sonst was. Der kann ja positiv oder negativ sein oder Lebensgefühl und Glauben oder so. Und dann da wird halt versucht, es sozusagen hieb- und stichfest nachzuweisen. Und dann gibt es eben diese eher theoretischen Zugänge, die dann aber häufig begrifflich unscharf sind. Und tatsächlich geht es mir um die Frage, kann ich nicht so sauber wie möglich, aber ich würde es eher eigentlich als philosophische Schärfe auch denken, Begriffe so sauber wie möglich definieren und trotzdem nicht den philosophischen Zugriff verlieren. Das ist wirklich das, was ich ganz stark versuche. Übrigens bei dem Resonanzbegriff, da würde mich auch interessieren, was Herr Thieme vielleicht oder was Sie dazu denken, weil da ging es mir irgendwie ähnlich, weil normalerweise ist so, ehrlich gesagt, mit dem Wort Resonanz stoßen Sie überall offene Türen an. Ja? Fast jeder sagt, ja super klar, wir brauchen mehr Resonanz. Also ist völlig egal, in welchem Feld die Politik sucht.
Resonanz und der Lehrer will Resonanz und die Künstlerin sowieso. Es war aber in der letzten Zeit auch viel die Rede von Resonanzräumen im Zusammenhang mit Wutbürgern und mit Protest und so weiter und nationalistischen Tendenzen. Vielleicht ist das auch so ein gewisser gesellschaftlicher Untergrund, dass dieses Wort medial sehr viel benutzt wurde. Ja, das ist so, aber das meine ich sozusagen. Also ich glaube, der Begriff wird deshalb so leicht benutzt und auch aufgegriffen, weil er eine hohe metaphorische Qualität hat, aber das ist eben nur eine Metapher. Und dann weißt du nicht mehr so genau, was du sagst, wenn du diese Metapher verwendest. Deshalb habe ich versucht zu sagen, nein, es soll für mich nicht eine Metapher sein, sondern eine Beziehungsform. Und diese Beziehungsform, die versuche ich zu definieren. Und ehrlich gesagt, da interessiert mich wirklich, da würde ich sehr gerne mit der Physik ins Gespräch kommen, weil ich sage, die hat vier Elemente, die mich interessieren. Also das Zentrale ist im Prinzip, dass es mit zwei oder mehr Entitäten geht, aber ich nehme jetzt mal zwei, die sich sozusagen wechselseitig erreichen. Also eigentlich, deshalb sind mir diese beiden Metronome lieb. Also Metronom A erreicht Metronom B, indem es eine Wirkung auf Metronom B ausübt. Aber Metronom B tut das Gleiche. Es übt eine Wirkung auf Metronom A aus, was bedeutet, beide sozusagen werden berührt, wenn man so will, affiziert oder eben wird ein Effekt auf sie aufgewiesen. Und sie üben aber auch ihrerseits einen Effekt auf die andere Seite aus, ohne dass eine Seite die andere nominiert. Also es ist sozusagen ein gleichberechtigtes Wechselspiel oder zumindest ein nicht deterministisches und nicht dominantes, bei dem beide sich am Ende transformieren. Beide bleiben nicht, wie sie waren. Und der entscheidende Punkt ist jetzt für meine Definition von Resonanz, ob diese Wechselwirkung sich einstellt und was dabei herauskommt, da kommt mein Begriff der Unverfügbarkeit ins Spiel. Kann ich nicht genau vorhersehen, nicht genau vorhersagen, was dann, glaube ich, in der Physik zu chaostheoretischen Moment führen müsste. Aber es gibt ja solche Prozesse, wo man das genau sehen kann. Also zwei Körper treten miteinander und mir ist wichtig zu sagen, die dürfen nicht mechanisch in dem Sinne gekoppelt sein, dass wenn ich den einen Körper ändere, ändert sich automatisch auch der andere. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, selbst bei Himmelskörpern ist es ja irgendwie so, wenn ich jetzt irgendwie der Mond und die Erde, die sind in gewisser Weise synchronisiert, aber wenn ich den Mond jetzt irgendwie beschleunigen würde, würde sich deshalb nicht automatisch die Erde auch beschleunigen, vielleicht irgendwann in so und so vielen 100 Jahren. Also ich habe wirklich versucht, das physikalisch sauber zu machen und eine Frage, vielleicht weiß das jemand von Ihnen oder vielleicht der Timo oder vielleicht jemand von Ihnen. Also wenn ich weiß nicht, ob Sie es kennen, also zwei Metronome tackern nebeneinander her, die machen das ja normalerweise unabhängig voneinander. Wenn ich die aber auf ein dünnes Brettchen stelle und auf zwei Rollen, die darunter liegen, dann fängt das ganze Ding an, sich zu bewegen und die reagieren aufeinander und nach einer gewissen Zeit sind die im Einklang. Es sieht irgendwie wie geradezu magisch mystisch aus, ist aber natürlich gar nichts Derartiges. Aber wir haben das dann mal gefilmt und ich habe auch mal mit Physikern gesprochen und wir sind zum Ergebnis gekommen, die sind eigentlich nicht immer, also weil ich unterscheide zwischen Synchronresonanz, genau im Gleichklang, und Responsresonanz, die reagieren aufeinander. Und tatsächlich ist es so, dass das eine, das schneller Eingestellte, immer wieder weglaufen will. Und dann aber eben trotzdem sich einschwenkt. Und meine Frage wäre jetzt, wäre es denkbar oder ist das Quatsch zu sagen, auch da ist ein Moment der Unverfügbarkeit, weil sich gar nicht genau vorher bestimmen lässt, in welchem Tempo sich das Gesamtsystem einpendelt? Ja, ich hätte gleich fünf verschiedene Richtungen, die ich jetzt antworten kann. Das Erste, was ich vielleicht sagen möchte, ist, die Definition von Begriffen finde ich grundsätzlich gut und auch in der Physik, also insbesondere in der nichtlinearen Dynamik, also da, wo es um dynamische Systeme geht, die meistens miteinander wechselwirken, kann man und tut man Begriffe ganz genau definieren. Und gleichzeitig ist man oft gehalten, qualitative Aussagen zu treffen, einfach auch deswegen, weil quantitativ gar nicht möglich sind. So ähnlich wie in der Soziologie auch, soweit ich das verstehe. Das heißt, ich bin trotzdem ein Freund davon, Begriffe sauber zu definieren, um dann hinterher zu sagen, aha, aber hier kann ich gar nicht genau sagen, ob dieser Begriff erfüllt ist oder was da jetzt im Detail passiert. Ich kann nur qualitative Aussagen darüber machen. Also ich glaube, das muss ich nicht unbedingt widersprechen. Das zweite, Resonanz und Wechselwirkung oder was ich dazu sage, also kollektive Dynamik, sind aus meiner Sicht in der Physik zumindest nicht genau das Gleiche, sondern auch nochmal unterschieden. Bei Resonanz geht es eher darum, stellen sich ein Pendel zum Beispiel vor und es gibt eine äußere Kraft. Also wenn eine äußere Kraft oder ein anderer Agent oder ein anderes Gerät dieses Pendel nun antreibt, dann schwingt es entweder mehr oder weniger, also die Amplitude ändert sich und es gibt
auch in der Bewertung, anscheinend ja auch in der Soziologie, aber auch wenn ich eine Meinung mir darüber bilde als Physiker, ob das nun gut oder schlecht ist, dann gibt es den Begriff der Resonanzkatastrophe. Das heißt, Resonanz kann auf der einen Seite sein, aha, ich bringe das zweite System überhaupt in Schwingung. Und das ist oft, was man sozusagen sich wünscht. Und das zweite ist, ich bringe es so stark in Schwingung, dass die Amplitude größer wird, als ich möchte. Also zum Beispiel, dass das Pendel überschlägt. Bei einer Schaukel möchte ich das insbesondere zum Beispiel nicht. Was mich auf meinen dritten Punkt bringt, was aus meiner Sicht zu wenig in der Politik oder auch in der allgemeinen Gesellschaft ankommt, auch in der Wissenschaft zu wenig diskutiert wird, die Frage, was ich denn genau definieren kann und was ich denn genau aussagen kann und die zweite davon getrennte Frage, wie meine Meinung darüber ist. Also nur weil ich das in der Wissenschaft zum Beispiel Resonanzkatastrophe nenne, heißt das nicht, dass es unbedingt schlecht sein muss. Ob die Tatsache, die Bewertung, die Bezeichnung schlecht ist, ist ja meine eigene Meinung. Ja? Während dass es diese so bezeichnete Resonanzkatastrophe gibt, das ist nicht meine Meinung. Und das schon in Begrifflichkeiten sieht man, dass das nicht so einfach zu trennen ist, aber es ist, eigentlich sollte man das immer trennen, denke ich. Und wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten auch darauf achten, dass wir es in die Außenwelt so kommunizieren. Das eine ist der Befund, und der Befund mag zum Beispiel unsicher sein oder mit Fehler behaftet, aber auch das sollten wir kommunizieren und auch sagen, warum das so ist, aber inwieweit wir trotzdem Aussagen treffen können. Und dann das zweite ist unsere Meinung dazu. Finde ich das zum Beispiel gut. Wir haben einen Befund, der Ausbau der Photovoltaikanlagen steigt exponentiell. Und der zweite Befund, der auch dazu gehört, ist, wenn wir das so weitertreiben und die Qualität der Photovoltaikanlagen aber nicht dramatisch zunimmt, dann haben wir ein Problem, und zwar ein CO2-Problem, weil wir nicht die ganze Zeit mehr CO2 in die Atmosphäre hauen, als wenn wir das nicht bauen würden. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen das nicht auftritt, also unter welchen Bedingungen wir das erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen mit Photovoltaikanlagen bauen, nämlich die CO2-Abdruck, Fußabdruck zu reduzieren. Und das ist eine sachliche Frage. Und das Zweite ist, finde ich das gut oder nicht? Aber ist da, Herr Timme, ist das physikalisch, würden Sie sagen, Resonanz oder geht es um Phasengleichheit? Nee, genau, da geht es nicht um Resonanz, das hatte ich noch nicht erwähnt. Genau, es geht um, das in der Physik, aus der Physiksicht, also aus meiner Sicht, würde ich das nicht Resonanz nennen, obwohl, sondern eher Synchronisation. Mhm. Und was Sie jetzt sozusagen unterscheiden, wird auch in der Physik und in der nichtlinearen Dynamik und in der Netzwerkdynamik unterschieden, nämlich die Frage, ob zwei Systeme im Gleichtakt schwingen. Das nennt sich identische Synchronisation, also wenn praktisch zur selben Zeit beide Systeme oder mehrere Systeme im selben Zustand sind. Oder wenn das eben nur so ungefähr der Fall ist, und in Ihrem Beispiel war es nur ungefähr der Fall, in dem Sinne, dass die mittlere Phase, also dass nicht ein Oszillator den anderen überholt, ne, sondern dass die irgendwie im Gleichtakt schwingen, aber der eine sich immer wieder absetzt. Und das ist ein bekanntes Phänomen, dass das passiert. Bei zweien kann das nur dann passieren, wenn es sozusagen genügend komplexe Systeme sind. Also insbesondere, wenn sie alles konstant halten könnten, also genau die Kopplungsstärke und so weiter, dann könnte es nicht passieren. Die Tatsache, dass es bei Ihnen im Experiment doch passiert ist, oder Experiment, die Sie angeschaut haben, doch passiert ist, weist darauf hin, dass zum Beispiel die effektive Wechselwirkung zeitabhängig ist. Das heißt, dass wie die beiden wechselwirken, hängt zum Beispiel davon ab, ob sich das Brett oder was auch immer, wo drauf die Metronome stehen, gerade auch beschleunigt oder nicht. Und dann können Sie es wiederum bekommen, dass das eine Oszillator, das eine Metronom immer wieder ausreißt nach vorne. Jetzt sind wir schon knietief drin in der Fragestellung der Methodiken. Wir haben Diverses schon gehört von Herrn Timmer, auch von Herrn Rosa. Herr Timmer hat es auch schon umrissen. Ich wollte Sie aber noch fragen, aus welchen Fachbereichen der Physik borgen Sie denn die meisten Methoden? Borgen Sie eher bei Chaosforschern, borgen Sie bei den Festkörperphysikern? Wo lehnen Sie sich am meisten an oder am ehesten? Ja,
Das würde ich gar nicht so genau sagen. Wie gesagt, das waren eigentlich gar keine bewussten Borge-Prozesse, sondern die haben sich eigentlich so ergeben. Ich meine, wenn ich die Soziologie als Fach als Ganzes nehme, gibt es ja sogar eher einen Versuch, wird jedenfalls immer wieder gesagt, von der Physik zur Biologie hin, also besonders mit der Systemtheorie, Maturana und Varelia und so etwas, dann zu sagen, naja, das sind eigentlich eher so, also so fast sowas wie biologische, lebendige, unberechenbare Systeme. Ich finde aber, ich meine, was man natürlich schon sieht, und da gibt es auch faszinierende Geschichten, wo ich sagen würde, die, glaube ich, haben auch einen großen, vermutlich einen Berührungsbereich mit dem, was Herr Thieme macht, wenn ich es richtig verstehe, ist schon Komplexitätstheorien, also von John Urry zum Beispiel, ein britischer Kollege, aber haben auch viele andere gemacht, also komplexitätstheoretische Beschreibungen sozialer Phänomene sind meiner Ansicht nach außerordentlich interessant, wenngleich und mir scheint da das Problem, ehrlich gesagt, dass man da, und das wäre etwas, was sich vielleicht zu vertiefen lohne, also bei dem, was Herr Thiemer ja eingangs gesagt hat, was wir da diskutiert haben, also und was Sie dann auch nachgefragt haben, dass nämlich es so aussieht oder es auf einer Ebene so ist, als würden Verkehrsströme sich so ähnlich verhalten wie was weiß ich, Energieströme, Blutströme, Materieströme, neuronale Austauschprozesse oder so etwas. Solche Sachen kann man wirklich, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also selbst so, also was mich fasziniert hat, sind so chaostheoretische Sachen. Zum Beispiel, dass, also da gibt es ja diese aus der Meteorologie, also ein Flügelschlag in Nordamerika löst einen Wirbelsturm in Sibirien aus oder so etwas. Und da würde ich ehrlich gesagt sagen, so etwas gibt es in der Soziologie, in der sozialen Welt auch. Also eine Mohammed-Karikatur in einer kleinen dänischen Zeitung löst 5 Jahre später einen Krieg in Afghanistan aus oder so. Ja, ist doch eigentlich irre. Und da würde ich sagen, das ist schon faszinierend, das so zu beschreiben. Übrigens auch das Gegenteil. Ja, ein gewaltiger Truppenaufmarsch und Energieeinsatz und Geldaufwand kann unter Umständen eigentlich null Effekt haben. Am Ende ist es genauso wie vorher oder sogar das Gegenteil erreicht. Nur habe ich den Eindruck, dass man auf diese Weise zwar soziale Phänomene beschreiben kann, aber man kann sie nicht wirklich erklären. Also meiner Ansicht nach müsste das zentrale Interesse daran sein, erklär mal, was da passiert im sozialen Handeln. Und da glaube ich dann, dass es nicht immer ausreicht, auf die Physik auszuweichen. Sie haben vorher auch von sozialwissenschaftlichen Experimenten gesprochen. Machen Sie selber auch welche, Herr Rosa? Also Experimente gibt es ganz, ganz selten. Also in der Regel ist die Gesellschaft selber unser Experiment. Ich meine, Corona ist ja jetzt gerade ein gigantisches Experiment. Ja, was passiert, wenn du einer Gesellschaft dergestalt eigentlich Entschleunigung verordnest und Social Distancing und so etwas? Was passiert da mit uns allen? Übrigens aber auch, um das zu verstehen. Also was macht die Corona-Lage gerade mit uns als Menschen? Finde ich, da ist eine Phänomenologie auch wichtig. Ja, was passiert denn gerade? Also verlieren wir vielleicht wirklich, wie ich tatsächlich schon mehrfach postuliert habe, die soziale Energie, dass Menschen sagen, sie fühlen sich antriebslos. Insbesondere haben sie gar keine Lust mehr mit anderen Menschen auf Sozialkontakt zu gehen oder so etwas. Also Experimente machen wir eigentlich nur im seltensten Fall. Das war tatsächlich eines, wo ich sagen würde, es war sehr außergewöhnlich, wo ich mir wirklich mal angeschaut habe und es dann auch gefilmt habe mit den Metronomen. Und das war ja gerade kein soziales Experiment, sondern ein physikalisches. Sie haben vorher gesprochen von den Erlebnisepisoden pro Tag oder Studiengängen, Modewellen pro Zeiteinheit. Haben Sie diese Sachen gemessen oder stützen Sie sich auf die Forschung anderer, die sowas tatsächlich auswerten und messen? Was wir machen an meinem Arbeitsbereich sind auch qualitative Sozialforschung, also Interviews mit Menschen sozusagen, narrative oder Experteninterviews. Wir machen nicht selber im großen Maße quantitative empirische Sozialforschung. Ich habe aber Sekundärauswertungen gemacht. Also ich habe mir tatsächlich Daten einfach kommen lassen, die versucht haben, in allen möglichen Bereichen, also vom Verkehrswesen bis eben zu Studiengängen und anderen Sachen. Da gibt es ja überall Studien dazu. Und die habe ich dann nochmal versucht, genau daraufhin auszuwerten. Also kann ich da, was insbesondere gibt, ist übrigens ganz interessant. Es gibt massenhaft, das ist auch ein großer Zweig, Zeitbudgetstudien, ja, wo gemessen wird, wie viel Zeit Menschen zum Teil, ist gar nicht so leicht, aber gibt es verschiedene Methoden, die man durchaus als Messe beschreiben kann. Also wie viel Zeit verbringt ein Mensch mit Arbeiten, mit Spazieren, mit Freizeit, mit Körperpflege und so weiter. Und der Witz ist, sie kriegen aus diesen Zeitbudgetstudien überhaupt keine Beschleunigungsphänomene heraus, weil ich meine, der Tag hat immer 24 Stunden. Also das Einzige, was sie auf diese Weise sehen können, ist Verschiebungen. Also da wird mal mehr gearbeitet oder mal weniger. Und das legt dann irgendwie nahe zu sagen, die Menschen arbeiten gar nicht mehr, also kann es keine Beschleunigung geben, was totaler Quatsch ist. Weil denen natürlich egal,
Also weil sie Beschleunigung als Verdichtung des Arbeitens messen können. Ja, in den 8 Stunden habe ich 10-mal mehr gemacht als vorher und in der Freizeit habe ich 7 Filme statt nur 2 geguckt. Ja, dann habe ich an beiden Enden ein Beschleunigungsphänomen, das ich in Zeitbudgetstudien gar nicht sehe. Also habe ich mir versucht, alle Daten, die es da gibt, nochmal zusammenzutragen und auf Beschleunigungstendenzen oder Hinweise zu durchforschen. Aber selber mache ich nicht im großen Maße empirische Sozialforschung. Mhm. Aber stützen sich auf diese Erhebungen. Auch bei der von Herrn Timmes Methodik haben wir schon einiges gehört, aber ich sehe, Sie wollen da direkt einhaken. Bitte. Ich finde es ganz interessant. Wir machen viel Forschung in Richtung Mobilität, insbesondere zukunftsfähige. Also was tragen neue Technologien bei und welche Einschränkungen oder neuen Optionen bekommen wir dadurch, dass wir andere Formen der Mobilität zulassen oder klimaschutzmäßig Mobilitätssysteme als Ganzes umbauen, also mehr Fahrradfahren, vielleicht Elektroautos, Fragezeichen. Und da haben wir, also bin ich auf eine Studie gestoßen, die gezeigt hat, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau auswendig, was die genaue Zahl war, aber dass das Zeitbudget, was man mit Mobilität, also Reisen oder Pendeln zur Arbeit verbringt, über mehr als 100 Jahre, glaube ich, praktisch konstant ist pro Person im Durchschnitt. Gleichzeitig weiß man aber, dass die Geschwindigkeit, mit der man reist, zunimmt die ganze Zeit. Genau. Daher kommt natürlich die Beschleunigung. Das ist genau das, was Sie sagen. Ne? Und in dem Mobilitätssektor kommt das auch nicht daher, dass Sie messen, ich verbringe jetzt mehr Zeit mit Reisen oder so, sondern einfach dadurch, dass ich in derselben Zeit weiter reise. Ich pendel mehr oder ich fliege weiter in Urlaub, statt mit der Kutsche zu fahren. Sehen Sie, und daraus habe ich übrigens, fand ich sozusagen meine beste Einsicht. Ich habe dann soziale Beschleunigung versucht, daraus abzuleiten, dass ich gesagt habe, also genauso wie Sie es gesagt haben, wenn ich schneller fahren kann, also ich verdopple meine Geschwindigkeit, meine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit, aber auch den durchschnittlichen Weg, den ich zurücklege, dann ändert sich an meinem Zeitbudget gar nichts. Ja, ich war vorher 2 Stunden unterwegs und jetzt auch. Wenn also alle Menschen in dieser Gesellschaft unter Zeitnot klagen, dann liegt es daran, dass die Wachstumsraten über den Beschleunigungsraten liegen. Wenn ich nämlich den Weg verdreifache, aber die Geschwindigkeit nur verdopple, dann komme ich natürlich in Zeitnot. Und das, glaube ich, ist tatsächlich passiert. Also fast in allen Arenen der Gesellschaft ist genauso, zum Beispiel eine E-Mail geht schneller als ein Brief, das ist völlig klar. Wenn ich aber doppelt so viele E-Mails lese und schreibe, wie ich vorher Briefe geschrieben habe, brauche ich wieder gleich viel Zeit. Wenn ich aber 10-mal mehr E-Mails schreibe und lese, als ich vorher Briefe geschrieben habe, dann komme ich unter Stress und mein Zeitbudget wird dadurch belastet. Und genau. Und es ist genau, wie Sie sagen. Und dazu gibt es aber ganz, ganz wenig Forschung. Ich glaube, übrigens, wenn ich soziale Dynamik messen will, dann reicht es auch nicht nur, da kann ich ja nicht nur vom Individuum ausgehen. Auch Spitzengeschwindigkeiten sind nicht das Entscheidende, sondern wie viele Menschen und Güter sind zu einem bestimmten Zeitpunkt mit welcher Geschwindigkeit gleichzeitig unterwegs. Und da kann man dann wirklich einen massiven Anstieg sehen. Aber die Datenlage ist bei weitem nicht so gut, wie sie sein sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, es gibt da nicht nur Analogien zwischen physikalischen und sozialen Systemen, sondern es gibt Fragestellungen, die wirklich von beiden Seiten mit großer Intensität beforscht werden und man hat sich da in den Begrifflichkeiten angenähert. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. Wie weit, Herr Rosa und Herr Timme, ist es denn auch möglich, jetzt Vorhersagen zu treffen, bis hin zur Kontrolle oder Einflussnahme auf so ein soziales System? Bisher haben wir über die Analyse, die Beschreibung gesprochen und die Rückschlüsse, die wir daraus für unsere Gesellschaft ziehen. Wie weit kann man auch Vorhersagen treffen, Kontrolle ausüben, vielleicht so und Einfluss nehmen? Der erste Gedanke, den ich dazu habe, ist die Tatsache, dass wir beschäftigen uns ja mit komplexer Systemforschung und mit Dynamiken, die da entstehen können. Und es gibt, normalerweise sind wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehalten, Worte wie sehr oder so nicht zu benutzen, also betonende Worte, sehr groß, weil was ist schon der Unterschied zwischen groß und sehr groß? Wenn man jetzt Physik studiert hat, wie ich, dann weiß man, dass ein Tausendstel Millimeter sehr groß oder sehr klein sein kann, je nach Perspektive. Wenn ich ein Atom bin, ist ein Tausendstel Millimeter sehr groß. Wenn ich ein Mensch bin, ist ein Tausendstel Millimeter sehr klein. Und je nachdem, um welches System ich gerade untersuche und welche Fragestellung, kann es eben groß oder klein sein. Deswegen benutze ich das Wort sehr, sehr selten. Aber für ein bestimmtes Phänomen ist mir kein besseres Wort eingefallen und deswegen nenne ich eine bestimmte Klasse von komplexen Systemen, sehr komplexe Systeme. Das sind die
die, bei denen man deren wissenschaftlichen Befunde, ob man die wissenschaftlichen Befunde dazu veröffentlicht oder nicht, beeinflusst das Ergebnis. Also Beispiel, stellen Sie sich vor, ich kann jetzt plötzlich den Aktienkurs besser vorhersagen als alle anderen. Dann könnte ich damit ja theoretisch Geld verdienen. Und ich kann so lange Geld verdienen, bis ich das veröffentliche, weil dann wissen es alle und dann kann ich damit nicht mehr Geld verdienen. Und das ist, das nenne ich sehr komplexe Systeme, und das tritt in der sozioökonomischen Physik relativ häufig auf. Die Frage ist, ob etwas bekannt ist oder nicht. Und das, ich finde es sehr spannend, weil das damit zu tun hat, ob ich Dinge beeinflussen kann oder nicht. Das ist auch sozusagen, das geht über die gesamte Gesellschaftswissenschaften und in die Politik rein. Die Frage ist, bei Katastrophen zum Beispiel, ob der Präsident der Vereinigten Staaten bekannt gibt, dass irgendeine Katastrophe eingetreten ist, ja, ob die Außerirdischen gelandet sind oder was, ob er das bekannt gibt oder nicht, hängt davon ab, wie gut er das System beeinflussen kann, weil er mit bestimmten oder Reaktionen rechnen muss oder nicht. Dasselbe gilt aber auch im Kleineren. Dasselbe gilt, wie gesagt, für Aktienmärkte und das gilt aber auch zum Beispiel dafür, wie ich meinen Verkehr durch die Stadt lenke. Wir haben jetzt gerade eine kleine Studie, theoretische Art gemacht, eine Simulationsstudie, das ist noch keine endgültige wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es in Wirklichkeit auftritt, aber wir haben gezeigt, dass es auftreten kann. Und zwar die Tatsache, dass wenn Sie eine Route planen zwischen A und B, dann gucken Sie ja entweder mit Ihrem Auto-Navigationssystem oder in Google Maps oder wo auch immer, in Ihrem Lieblingssystem vorher nach vielleicht und gucken, hier ist gerade Stau, nehme ich mal die andere Route. Es wird oft auch vorgeschlagen, dass das die schnellere Route ist. Wenn das systematisch im großen Umfang passiert, dann führt das dazu, dass da, wo vorher die grüne, also schnelle Route war, plötzlich die langsame Route ist und andersrum. Das kann zu Oszillationen führen, allen möglichen Phänomenen, haben wir jetzt in der Modellstudie gezeigt. Und wir haben auch herausgefunden, wie kann ich das beeinflussen, indem ich einen Teil der Information unterdrücke. Entweder wasche ich die aus, also ich informiere die Leute nicht genauso exakt, oder ich informiere nur einen Teil der Leute. Und wenn man genau darüber nachdenkt, kann das auch heute schon passieren. Also Services wie Google oder Waze oder so, die solche Services anbieten, sind eigentlich gut beraten, wenn sie aus gut, nicht im Sinne von moralisch super, sondern rein aus Verkehrsfluss gut beraten, wenn sie nicht die vollständige, exakte Information rausgeben. Sehr spannend finde ich das. Finde ich auch als Autofahrer total spannend, weil ich tatsächlich folge ich nur noch selten den Umfahrungshinweisen, weil zum Teil halt auch, weil sie natürlich ein großes Time-Lag haben. Also der Stau hat sich meistens schon aufgelöst, oder jedenfalls häufig genug. Aber auch das andere ist natürlich super interessant. Aber ich würde die Frage gerne aufgreifen mit der Vorhersagbarkeit, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Eigentlich habe ich ja, das habe ich gar nicht langfristig geplant, sondern das war eine Erkenntnis, die ich aus meiner Resonanztheorie gewonnen habe. Dieses Moment der Unverfügbarkeit ist mir für das soziale Leben wahnsinnig wichtig. Weil ich will wirklich sagen, ich glaube, da, wo das soziale Leben lebendig wird, wo es sogar interessant wird, lässt sich es nicht vorhersagen, was rauskommt. Nehmen wir mal unser Gespräch, was wir gerade führen. Ich würde wirklich sagen, hätte jemand genau vorhersagen können, wer an welcher Stelle was sagt, das ist manchmal möglich. Ja? Also ich möchte nicht wissen, ob das nicht bei manchen Talkshows sogar abgemessen wird, um so und so viel, nach so und so viele Minuten sagst du das und das. Aber dann ist es tot und langweilig. Ja, interessant wird es da, wo das keiner vorhersagen kann, wo man nicht weiß, wo der Gedanke jetzt hinträgt. Und ich glaube, das gilt für soziales Leben überhaupt. Tatsächlich ziehe ich mich da auch gerne auf Hannah Arendts Begriff der Natalität zurück, die sagt, das Spezifische am Menschen ist, dass er neu anfangen kann, dass er Handlungsketten nicht fortsetzen muss. Und deshalb regt es mich auch auf, wenn mich Leute immer fragen, wie geht's nach Corona weiter? Können Sie als Soziologe sagen, wie werden wir leben? Und dann versuche ich immer zu sagen, Leute, das hängt davon ab, was wir jetzt daraus machen. Ich glaube tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob Herr Thieme da widersprechen wird oder nicht, aber ich glaube, es gibt jetzt weder das ökonomische noch das soziologische noch das physikalische Gesetz, was vorhersagen lässt, ob wir nach der Pandemie solidarischer oder weniger solidarischer oder schneller oder langsamer leben. Das hängt davon ab, wie wir handeln. Also wir wären doch tot als Gesellschaft, wenn wir sagen würden, ja, also muss ich nur das richtige Gesetz finden, dann weiß ich, was vorkommt. Deshalb bin ich aufs Vorhersagen gar nicht scharf. Aber Herr Rosa, wollen Sie nicht mit Ihren Büchern wie der Unverfügbarkeit doch einen großen Teil Ihrer Leser dazu anstoßen, verstärkt nach Resonanzerlebnissen zu suchen und der Beschleunigung des Alltags zu entfliehen? Ja, aber das ist was anderes. Moment!
Ja, Moment. Also erstens würde ich sagen, aber das ist jetzt was anderes. Das betrifft unsere Diskussion nicht so. Ich will eigentlich nicht sagen, wir sollten individuell aus der Gesellschaft aussteigen oder so, sondern ich will gesellschaftliche Dynamiken aufzeigen. Da, glaube ich, sind wir dann vielleicht gar nicht so weit auseinander. Ich will sozusagen die Makrologik des gesellschaftlichen Lebens beschreiben und zeigen, was das für Konsequenzen hat. Ich glaube nicht, dass man das mikrologisch ändern kann. Also ich werde jetzt mehr in den Wald gehen oder dann habe ich mehr Resonanz oder so. Aber das andere ist, das glaube ich schon, aber das ist ja nicht eine Vorhersage. Also den Versuch Einfluss, was ich schon mache, ist irgendwie gerade Beschleunigungsbuch zu sagen, wenn es so weitergeht, dann wird es an manchen Orten massive Konsequenzen haben. Eigentlich habe ich das auch im Resonanzbuch versucht zu sagen. Aber natürlich mit der Absicht, es muss aber nicht so weitergehen. Aber das würde ich jetzt nicht als Vorhersage beschreiben, sondern eher als eine Art von Einflussnahme. Genau. Ja, darauf wollte ich hinaus. Also, dass sie eben nicht nur oder dass es ist ja bei allen Wissenschaften eigentlich so. Man beginnt damit, die Phänomene zu untersuchen, zu beobachten, zu beschreiben und in dem Moment, wo man sie eigentlich voll erfasst hat, kommt immer ein Wissenschaftler, das ist dann vielleicht der nächste oder übernächste, aber der kommt dann her und will dieses System manipulieren und will damit was machen. Und dann kommt sozusagen so ein Engineering-Moment in den Fachbereich rein. Und das will ich jetzt gerade so aus Ihnen rauskitzeln. Wo sind Sie da gerade und was wäre dieses Engineering-Moment bei der Physik sozioökonomischer Systeme und in der Soziologie? Sie haben sich jetzt gewehrt gegen das Engineering, Herr Rosa. Aber Herr Timme möchte was sagen? Also wir machen erst Herrn Timmer, dann Herrn Rosa. Ich würde nur ganz kurz, genau, ich wollte noch darauf hinweisen, dass es natürlich da interessant ist, wo es nicht vorhersagbar ist. Das liegt daran, dass man, wenn es vorhersagbar ist und auch vorhergesagt wurde, dann ist es ja schon bekannt. Das heißt, es kann per Definition sozusagen nicht so richtig interessant sein, aus meiner Sicht. Das Zweite, viel Wichtigere finde ich, dass man zwar nicht vorhersagen kann, was passiert, aber man kann sagen, dass wenn das auftritt, dann tritt das auf. Man kann sozusagen Szenarien bauen und das finde ich sehr wichtig, gerade in diesem sehr komplexen System, weil man ja Politikerinnen und Politikern zum Beispiel eine Entscheidungsoption, auch eigentlich allen Menschen in der Gesellschaft eine Entscheidungsoption darlegen möchte, was passiert, wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun, zum Beispiel. Oder was passiert, wenn wir jetzt aufhören, uns impfen zu lassen und alles wieder öffnen. Kann man machen. Dann hat es halt bestimmte Konsequenzen. Das kann die Wissenschaft gut zeigen, was da passieren kann auf allen möglichen Gebieten, auch wenn es nicht vorhersagen kann, was passieren wird. Und das finde ich sehr wichtig, diese Szenarien zu unterscheiden von einer genauen Vorhersage. Ja, dem würde ich ganz zustimmen. Also eigentlich glaube ich tatsächlich, das sage ich auch mal oft meinen Studierenden, man kann selbst normative Soziologie, also das heißt eine, die dann tatsächlich nicht, also die sich auch für Wertfragen interessiert, also was ist gut, was ist schlecht, in einem Wenn-Dann-Modus betreiben. Genau genommen würde ich das sogar für mich in Anspruch nehmen, indem ich versuche zu sagen, ja, also wenn uns ein bestimmter Wert wichtig ist, zum Beispiel Klima oder so, ja, dann hat das bestimmte Anforderungen ans Handeln oder auch umgekehrt. Wenn wir so weiter handeln, dann hat es die und die Konsequenzen. Ne? Oder auch wenn uns Menschenrechte wertvoll sind, dann ist es irgendwie inkonsistent, was weiß ich, keine Sanktionen gegen Saudi-Arabien zu verhängen, wenn wir welche gegen Russland verhängen oder so. Und damit muss ich noch nicht selber einen normativen Standpunkt vertreten, sondern ich kann nur sagen, also wenn ihr glaubt, dieser Wert ist wichtig, das hat Max Weber unter Wertediskussion beschrieben und hat dann gesagt, dazu gehört auch vielleicht verschiedene Horizonte aufzuspannen, verschiedene Verknüpfungen, verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, man kommt da durchaus relativ weit. Social Engineering ist tatsächlich etwas, was ich gar nicht haben wollen würde, weil das natürlich Engineering geht immer davon aus, eigentlich, dass das Ziel schon feststeht. Ja, und wer sollte das Ziel festlegen? Und hat häufig dann auch, wie halt im Engineering überhaupt sozusagen, die Idee, dass es hinter dem Rücken der Akteure eigentlich geschieht. Also nicht durch deren Handeln und Bewusstsein hindurch, sondern durch eine Gestaltung der Rahmenbedingungen, die dann dazu führt, dass Menschen etwas Bestimmtes tun. Da ist geradezu ein manipulativer Zug drin. Und ich glaube, das Entscheidende im sozialen Leben der Menschen, da bin ich geprägt von, und das ist jetzt eben eher nicht physikalisch, von Charles Taylor, einem kanadischen Sozialphilosophen, der immer sagt, Menschen sind selbstinterpretierende Wesen. Was wir sind und was wir tun und wo wir hinkommen, hängt auch davon ab, wie wir uns verstehen, wie wir uns selber als Akteure deuten. Und dieses Deutungsmoment, wie verstehen wir uns, wie wollen wir uns verstehen, sperrt sich irgendwie gegen den sozialtechnologischen Zugriff. Interessant. Also Sie sagen, beide sagen, ja, Sie können Vorhersagen machen, aber es geht wirklich mehr um das Aufzeigen von Handlungsoptionen, damit die Gesellschaft dann selbst entscheiden kann, was ist uns wichtig, wo wollen wir hin.
Ich glaube, dass die wesentlichen gesellschaftlichen Entwicklungen dummerweise nie entschieden worden sind. Also zum Beispiel so eine Sache wie Beschleunigung oder so. Ja, die hat ja nie irgendjemand entschieden. Genau genommen gab es nie nur den Gedanken, lass uns mal Gesellschaft beschleunigen. Das hat sich tatsächlich auch als eine, also ich würde fast gar, was mich tatsächlich auch interessieren würde, ist, ob wir uns vielleicht verstehen. Herr Thieme, am Anfang, was Sie sagten, klang mir so wie das, was wir unter Emergenz beschreiben. Also sprich, die Einzelteile handeln auf eine bestimmte Weise, vielleicht auch mit bestimmten Absichten, Zielsetzungen und so weiter. Und daraus entsteht plötzlich auf einer emergenten Ebene was anderes, was Neues. Und das kann ich nicht aus dem Verhalten der Einzelteile, sondern nur aus der Summe, also eigentlich aus der dann entstehenden Wechselwirkungen erklären, die dann eine Eigendynamik gewinnen, die wiederum auf die einzelnen Akteure zurückwirken. Deshalb, also mein Ansatzpunkt war nur zu sagen, ob die Gesellschaft jemals irgendwas entscheidet, weiß ich gar nicht so genau. Aber sie sollte es versuchen. Das würde ich unbedingt sagen. Wir sollten versuchen, politisch zu handeln. Ja. Ich meine, ist das Emergenzphänomen eins, was für Sie interessant ist, Herr Timmel? Genau, das, was ich vorhin mit unter dem Begriff Selbstorganisation gefasst hatte, also Ja. die Frage, ob neue Phänomene, insbesondere auch für mich interessant, also dynamische Phänomene entstehen, wenn viele oder mehrere Teile eines Systems zusammenwirken. Und dazu gehört irgendwie die Dynamik der einzelnen Einheiten, der Möglichkeitsraum oder die Dynamik der Wechselwirkung und die für mich insbesondere interessante Topologie, das heißt, wer wechselwirkt mit wem. Sie können sich zum Beispiel soziologisch, also in der Gesellschaft vorstellen, es gibt so Gruppen, die unter sich sehr stark kommunizieren, aber wenig mit der Außenwelt und dann ab und zu mal was rauslassen oder reinnehmen. Oder sie sorgen dafür, dass es gleichmäßig verteilt ist, der Informations- oder gleichmäßiger verteilt ist der Informationsfluss. Was aus meiner Sicht oft dazu führt, dass auch ein besseres Verständnis von Phänomenen in der gesamten Gesellschaft sozusagen ankommt. Ich bin zum Beispiel, jetzt ist meine private Meinung, aber ich bin dafür zu überlegen, ob wir nicht zum Beispiel einen Teil des Bundestages revolutionieren können und sagen, wir nehmen die Hälfte zum Beispiel aller Bundestagsabgeordneten und wählen sie nach dem Zufallsprinzip. Das heißt, sie kriegen eine große Lotterie. Sie können natürlich ablehnen, wenn Sie es nicht wollen, aber so, dann würde es automatisch dazu führen, dass Handwerkerinnen und Köche und alle Menschen, die eine Rolle spielen, auch vertreten sind, zumindest aus ihrem Umfeld jemand. Und so ist es so, dass Politikerinnen und Politiker oft aus Standardumfelden kommen, ne? Also Rechtsanwalt ist ein schöner Beruf oder Lehrerin. Oder so in dem Umfeld sind viele Berufspolitikerinnen und Politiker unterwegs, was ich nicht für besonders clever halte von der Gesellschaft, dass man oder fast ausschließlich aus einem sehr begrenzten und oft eben akademisch geprägten Umfeld die Vertreterin wählt. Gibt es tatsächlich, also da gibt es tatsächlich Überlegungen. Also in den USA James Fishkin hat das lange gemacht und in Deutschland Hubertus Buchstein, der ein ganzes großes Buch darüber geschrieben hat, tatsächlich da aleatorische Demokratie, nennt er das, wo solche Losverfahren eine große Rolle spielen könnten, weil es die Perspektive ändert, weil man nämlich dann in dem Moment, wo man plötzlich Entscheidungsverantwortung trägt, nimmt man eine staatsbürgerliche Perspektive ein und das ist was anderes als die des Privatbürgers, der sich dann, der hat seine eigenen Interessen vertritt. Ja. Jetzt möchte ich gerne noch von Ihnen wissen, wo ist denn für Sie beide die Grenze des derzeit wissenschaftlich Erfassbaren? Wo ist die Grenze, wo es zu komplex wird in Ihrem eigenen Fachbereich? Herr Timmel schüttelt den Kopf. Sie möchten gern wissen, was ich sage, wenn ich gefragt werde, was will ich eigentlich bis zu meiner Rente verstehen oder in meinem Leben zumindest, ist genau die Grenze. Ja, ich möchte gerne zumindest dazu beitragen oder gerne auch von mir aus andere Leute beitragen lassen, gerne, dass ich verstehe, was passiert, wenn ich das System verstanden habe. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber aus der mathematischen Perspektive ist es relativ klar. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein dynamisches System und haben dafür eine genaue mathematische Beschreibung. Sie kennen alle Variablen und alle Parameter und Sie wissen auch, was passiert, wenn Sie irgendwelche Parameterkombinationen wie ändern. Sie wissen also alle möglichen Verhaltensweisen, aber das einzige Problem, was Sie haben, ist, das System ist 100.000-dimensional. Das heißt, Sie haben zum Beispiel 100.000 Variablen und 1 Million Parameter. Jetzt haben Sie also 4 Milliarden Übergänge zwischen möglichen Systemzuständen. Und selbst wenn ich alles genau weiß und vielleicht sogar mathematisch in Formeln fassen kann und alles komplett im Detail verstanden habe, eigentlich
dann müsste ich ja das irgendwie erfassen als Mensch, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Und dieser Schritt, der fehlt in der Theorie auch. Also ich bin ja theoretischer Physiker von der Ausbildung her und Mathematiker. Und mathematisch-theoretisch fehlt genau dieses Konzept. Was mache ich, wenn ich sehr, sehr viel Information habe? Und wie beschreibe ich das System? Ich müsste sozusagen das, was vor 100 Jahren Größenordnung in der Chaostheorie passiert ist, der Übergang zwischen der Beschreibung einer einzelnen Trajektorie, also der einzelnen zeitlichen Entwicklung eines Systems als Funktion der Zeit, hin zu der qualitativen Frage, was für Typen von zeitlichen Entwicklungen treten dann auf? Ist es oszillatorisch oder läuft es auf einen Fixpunkt hin? Ist es chaotisch? Nochmal einen Abstrahierungsschritt machen, um von der Beschreibung, wenn ich weiß, wann was wie oszillatorisch und stabil und wie auch immer ist, wenn ich da 10 oder 10.000 oder 10 Millionen verschiedene Bereiche habe, wie gehe ich damit um mit der Erkenntnis? Die Erkenntnis kann ich nicht ausdrucken, ich kann die auch nicht auf dem Bildschirm darstellen. Ich muss irgendwie damit umgehen mit dieser Erkenntnis. Selbst wenn ich es theoretisch und mathematisch vollständig erfasst habe, wenn ich alles wissenschaftlich verstanden habe, weiß ich trotzdem noch nicht, was ich tun soll. Und das ist meine große Frage. Das ist im Moment aus meiner Sicht die Grenze. Die Vielzahl der Möglichkeiten ist nicht erfassbar. Selbst wenn sie erfassbar ist, wie gehe ich damit um, ist die Frage. Sozusagen, wie kann ich das so auf einer Metaebene erfassen? Genau. Würden Sie da nicht auf künstliche Intelligenz setzen? Also wenn wir es nicht können, kann es vielleicht... Nö, das geht auch nicht, weil gerade in sozioökonomischen Systemen ist das sehr schwierig. Also Sie können ja nicht die Pandemie einmal laufen lassen, dann lassen Sie noch 10.000 Mal weiter die Pandemie immer neu ausgelöst und gucken, was passiert. Ja, das müssen Sie machen, um daraus zu lernen, was denn unter verschiedenen Variationen passiert. Sie können natürlich künstliche Intelligenz einsetzen, aber das ist nicht die Antwort auf alles. Da ist übrigens auch ein großes Problem, nämlich wie gehe ich mit solchen, und das ist auch soziologisch sehr stark verwurzelt, denke ich, wie gehe ich denn damit um? Wir bauen ganz viele Dinge, wie Sie schon gesagt haben, Herr Rosa, wir bauen Dinge und dann führt es zu Beschleunigung. Jetzt führt die künstliche Intelligenz an irgendeiner Stelle, es ist unklar wann, aber es ist eigentlich klar, dass an irgendeiner Stelle in der Entwicklung dazu, dass der Computer, auf dem die künstliche Intelligenz läuft, weniger Energie verbraucht als ein Mensch und aber cleverer ist als die gesamte Menschheit mit allem Wissen zusammen. Was passiert dann? Was passiert in dem Moment? In dem Moment, und alles ist natürlich praktischerweise vernetzt, das heißt, der Computer kann im Wesentlichen die Weltherrschaft übernehmen. Ich will das jetzt nicht so drastisch darstellen, aber die Tatsache ist, dass das möglich ist. Und wir fördern an jeder Ecke im Moment in der Wissenschaft, sehen wir das sehr deutlich, alle Fächer werden extra mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Wenn Sie Soziologie mit künstlicher Intelligenz machen, heutzutage kriegen Sie wahrscheinlich eine extra Möglichkeit der Drittmittelförderung. In der Physik ist das sicher so. Und ich bin auch am Center for Advancing Electronics Dresden, da ist das auch ganz bestimmt so. Die Frage aber, wie wir damit umgehen und wie weit wir es denn treiben wollen und wo wir vielleicht welche rechtlichen, moralischen oder was auch immer Grenzlinien einziehen möchten als Gesellschaft, diskutieren wir erst, wenn es soweit ist. Ne, wir diskutieren erst, nachdem es die Starlink-Satelliten am Himmel gibt, ob die uns vielleicht stören, wenn es da jetzt noch tausendmal mehr von gibt. Und nicht bevor die dahin geschickt werden. Also die Starlink-Satelliten stören mich ganz bestimmt am Himmel, weil ich, wie gesagt, Hobby-Astronom bin. Und die Grenzen, also ich denke, ich finde, die Grenzen sind relativ eng. Wir verstehen so wenig. Manchmal sage ich sogar, ich bin Antikognitivist, weil ich glaube, wir verstehen die wesentlichen Dinge einfach nicht. Was aber nicht bedeutet, dass wir sie nicht fragen sollten. Also es gibt keine Frage, die ich mir nicht stellen wollen würde und dann auch alle Energie reinsetzen, um Antworten zu finden. Aber was ich einfach nur so am Rande mache, aber es geht ja hier um Physik und so Gesellschaftswissenschaften, ich finde das so faszinierend. Wie gesagt, in der Astronomie, aber auch wenn ich versuche, mich in die Quanten oder relativ Theorien hineinzuversetzen, und das ist immer lächerlich für jemanden, der im Fach wirklich steht. Aber was die eine Erkenntnis, die mir sich wirklich aufzudrängen scheint, ist, dass wir eben, wenn ich meine, nur die einfache Vorstellung, dass Raum und Zeit relativ sind, dass wir gar nicht genau wissen, was die eigentlich sind und wie die zusammenhängen. Ich finde, die macht uns so schnell deutlich, dass unsere menschliche Intelligenz so derart beschränkt ist. Und ich glaube, das gilt eben auch für gesellschaftliche Entwicklung. Ich habe gerade ein interessantes archäologisches Buch gelesen von Robert Kelly, heißt der, glaube ich. Der hat gesagt, warum es ganz normal, der Titel lautet, warum es ganz
normal ist, dass die Welt untergeht. Und er beschreibt irgendwie die großen Umschwünge in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Und natürlich war keine einzige davon geplant, keine einzige davon vorhergesehen. Ja, das hat sich alles hinter dem Rücken der Akteure vollzogen. Deshalb würde ich sagen, die Grenzen sind ziemlich eng gesteckt. Aber das sollte uns nicht entmutigen, alles einzusetzen und zu haben, was wir wissen, weil Erkenntnisse zu gewinnen und Hypothesen zu formulieren und zu prüfen, ist fast sowas wie ein Selbstwert. Mhm. Genau, deswegen denke ich, diese Szenarien sind sehr wertvoll. Also Szenarien von komplexen Systemen zu entwerfen, unter den Bedingungen kann das und das passieren. Selbst wenn man noch nicht weiß, dass es passieren wird, wenn das und das auftritt, sondern nur wenn man weiß, wenn das auftritt, kann das passieren, sollte eigentlich schon zum Nachdenken anregen und ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Beim Lesen Ihrer Thesen, Herr Rosa, kommt jemand mit wissenschaftlichem Hintergrund nicht umhin, auch die Beschleunigung oder den Beschleunigungszwang in der Wissenschaftscommunity in Gedanken mitzudenken. Wissenschaftler erleben das ständig. Experimente müssen immer größer, immer teurer werden. Die Professur bekommt, wer am meisten publiziert und in den hochkarätigsten Journalen. Da sind ganz viele Superlative drin. Haben Sie denn beim Verfassen Ihrer Bücher die Wissenschaftscommunity auch konkret im Blick gehabt oder diese konkret mitgemeint? Ja, das ist eine interessante, geradezu eine gefährliche Frage. Also ehrlich gesagt gab es immer mal Leute, die gesagt haben, ja, Rosa beschreibt ja nur sich selbst und die wissenschaftliche Community und hat keine Ahnung vom wirklichen Leben, was mich ehrlich gesagt wirklich erbost, weil ich nämlich behaupte, das behaupten umgekehrt nur Kollegen, die keine Ahnung haben, wie es zum Beispiel in einem Fernfahrergewerbe zugeht, ja, oder in einem Krankenhaus oder im Pflegedienst, oder es ist völlig egal, wo sie hingucken, wo sie nämlich überall den gleichen erbarmungslosen Zeitdruck sehen. Also ich würde der Diagnose absolut zustimmen, dass wir das im Wissenschaftsbetrieb auch sehen. Das habe ich auch immer gesagt. Ich bin mein eigenes Anschauungsbeispiel manchmal, da gibt es diese, inzwischen rede ich auch nicht einfach nur von Beschleunigung, sondern von Steigerungszwängen, Sie haben es schon beschrieben, also permanent muss mehr, besser, schneller, also geleistet, geforscht, publiziert, diskutiert werden, mehr Tagungen, mehr Menschen auf der Tag und so weiter, es ist ubiquitär, aber es ist mir natürlich ganz wichtig zu sagen, es ist nicht einfach, diese Phänomene, die ich beschreibe, sind nicht nur Probleme der Scientific Community, auch wenn sie da auch auftreten. Und ich würde sagen, in manchen Bereichen stimmt es vielleicht sogar, dass wir, also in manchen Bereichen mag es sogar sein, dass wir es da noch schneller und früher umgesetzt haben als anderswo. Aber die gesellschaftliche Logik, die ich zu beschreiben versuche, ist auf jeden Fall nicht darauf begrenzt. Mhm. Und wenn ich dann aber an dieser Stelle zurückdenke an den Moment, in dem ich entschieden habe, Physik zu studieren, dann hatte das ganz viel mit der Naturwissenschaft in ihrer reinen Form zu tun, was eine sehr kontemplative Beschäftigung ist. Man schaut sich die Natur an und versucht, sie zu erfassen, zu sortieren, zu beschreiben. Und das ist nach meiner Auffassung, und ich denke, mit der bin ich nicht alleine, eigentlich eine Beschäftigung, die sehr viel Potenzial für Resonanzerlebnisse bietet. Hm. Ich hoffe, Herr Timme stimmt mir jetzt gleich zu. Wie bringt man das? Wie bringen Sie das dann zusammen? Also ist jetzt verhindert die wissenschaftliche Neugier und der Drang nach besserem Verständnis eher Resonanzerlebnisse oder befördert er sie eher? Ja, also wenn ich da bevor ich, wäre ich auch auf Herr Timmes auch Erfahrung gespannt, sozusagen, wie verhält sich das da? Aber tatsächlich würde ich sagen, es ist irgendwie schon beides. Also genau genommen habe ich auch in dem Resonanzbuch tatsächlich versucht zu sagen, naja, der wissenschaftliche Zugriff auf der Welt ist erstmal einer, der nicht einer Resonanzlogik folgt, weil er sozusagen nicht in Resonanz zum Untersuchungsobjekt tritt, ja, sondern eigentlich mit kandeltem analytischen Verstand das auseinanderzunehmen versucht. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die tragischen Folgen sehen wir bei da, wo es um den Umgang mit Tieren geht, insbesondere vielleicht auch mit Pflanzen, ne, dass wir nämlich dieses Ding als etwas, also ich habe Schulklassen beobachtet, die Heuschrecken die Beine ausgerissen haben und dann die Gehirnströme gemessen haben, um zu sehen, wie die Schmerzreaktion ist. Und es wurde immer damit gerechtfertigt, ist Wissenschaft. Ja, in der Wissenschaft darf man so etwas tun. Und da würde ich sagen, scheint mir das wirklich problematisch. Aber trotzdem wäre es ganz falsch, weil das ist ganz sicher so. Also Menschen, die in die Naturwissenschaften gehen, die dafür begeistert sind, die dann auch wirklich zu Ergebnis führen, die treten natürlich in Resonanz zum Wissen und auch zum Universum sozusagen, zu den Gesetzen der Physik, der Biologie.
Biologie, die darin zum Ausdruck kommen. Deshalb würde ich sagen, da muss man, ich glaube, da gibt es nicht so leicht eine Pauschalantwort, da man muss genau hingucken, welche Art von Resonanz sich auf welcher Ebene einstellt. Aber der gegenwärtige Wissenschaftsbetrieb, das würde ich schon sagen, ist einer, der auch ganz viel Entfremdung erzeugt, weil er, ich meine, ich finde ehrlich gesagt schon die Logik eines Forschungsprojektes ist eigentlich resonanzfeindlich, weil du musst ganz genau sagen, in wie vielen Schritten du in welcher Zeit, mit welchen Methoden, welche Ergebnisse lieferst. Ja. Da ist eigentlich für dieses offene sich überraschen lassen, für Unverfügbarkeit gar keinen Platz mehr. Aber Herr Timmer hat da möglicherweise andere Erfahrungen. Ich glaube, ne, ich habe, glaube ich, ungefähr die gleiche Erfahrung, denke ich, befürchte ich. Denn ich glaube, es geht um die Machbarkeit. Es ist viel so, wir bauen zum Beispiel Technologie, also ich sehe das ganz oft in Drittmittelausschreibungen. Wir bauen was und die müssen was forschen, die müssen was herausfinden und das dann auch gleich schon benutzen am besten oder zumindest zeigen, wo sie es später benutzen können. Ich sage mal, hätte, und in der Physik ist das besonders drastisch, oder auch in der Mathematik, ja, in den Grundlagenfächern, finde ich, hätte man Albert Einstein gefragt, wofür man diese Quatsch-Relativitätstheorie oder Quantenmechanik wohl braucht, ja, da hätte er nichts zu schreiben können. Und eben entsprechend wäre es nicht gefördert worden und das würde bedeuten, wir hätten heute keine Computer, über die wir uns unterhalten können und keinen Podcast, den wir aufnehmen können, weil keine Quantenmechanik heißt keine Hochtechnologie. Ich glaube, es kommt viel daher, dass man sozusagen aus dem reinen Ingenieursdenken oder Machbarkeitsdenken vielmehr herkommt und sagt, ich muss das herausfinden oder das, diese Frage erforschen. Teilweise muss ich angeben, wo ich in 3 Jahren oder 4 Jahren, wenn man noch die Projektbeantragungszeit vorsieht, was ich dann genau mache. Was mache ich in 3,5 Jahren an dem Projekt, was ich heute noch nicht angefangen habe? Wo ich noch keinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin eingestellt habe. Das hängt doch davon ab, wen ich da einstelle in Wirklichkeit. Das weiß auch jeder, aber es diskutiert keiner. Das ist interessant, dass bei Ihnen auch so ist. Ich dachte immer, das ist nur ein Problem in den Sozialwissenschaften. Ist bei uns bestimmt vielleicht schlimmer als bei anderen, in dem Sinne, dass wir eben zwischen mehreren Fächern sitzen und auch freier forschen müssen, weil wir gar nicht sonst die Ergebnisse finden. Also das Beispiel, was Sie ganz am Anfang genannt hatten, Frau Rietz, mit den Uber-Fahrern, Das hat mein Kollege Malte Schröder, als er auf einer Konferenz war, in der Zeitung gelesen. Er hatte gesehen, dass sich Fahrer anscheinend absprechen, um die automatische Fahrdienst-App abzuschalten, weil sie wissen, dass wenn sie die kollektiv abschalten, alle gemeinsam, dann geht der Preis hoch aufgrund des existierenden Algorithmus. Und dann können, wenn sie dann alle wieder anschalten in der richtigen Moment, dann ist der Preis hoch, er fällt dann zwar wieder ab, aber langsam genug, dass die Leute, die sich abgesprochen haben, mehr Geld verdienen dadurch. Das ist natürlich nicht der Sinn, weil eigentlich soll so ein Algorithmus ja genau die Preisbalance herstellen zwischen Angebot und Nachfrage. Und das kann ich doch nicht vorher planen. Ja, planen Sie das mal. Planen Sie mal, dass der Mitarbeiter auf die Konferenz fährt und dann in der Zeitung liest, sich herausstellt als wichtiges dynamisches Phänomen. Die Publikation ist in Nature Communications erschienen, also auch nicht ganz auf einem versteckten Journal. Und das hätte niemand irgendwann gefördert, weil wann soll ich das beantragen? In dem Moment, wo es schon beobachtet wurde, muss ich das veröffentlichen, bevor ich das Geld habe, wenn ich es schreibe, sonst macht es jemand anders. Also, und sehen Sie beide denn einen Ausweg oder, um bei der Sprachregelung von vorher zu bleiben, Handlungsoptionen für den einzelnen Wissenschaftler oder für Fachvereinigungen aus diesem Steigerungszwang auszubrechen? Steigerungszwang finde ich sehr schwierig auszubrechen, weil das halt von allen Seiten kommt, ja. Das kommt ja von den Regierungen teilweise, die sich was wünschen, irgendwelche Maßzahlen, Zielvereinbarungen, die Unis abschließen oder auch Max-Planck oder Fraunhofer-Institut. Oder die Max-Planck-Gesellschaft, was sozusagen erwartet wird oder was zumindest geglaubt wird, was erwartet wird. Was man machen könnte auf der individuellen Ebene wäre, dass man, ich glaube, das war mal im Rahmen der Volkswagen-Stiftung diskutiert, dass man sozusagen die Förderung davon abhängig macht, was der Mensch in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Ja? Sozusagen ein Teil der Grundfinanzierung oder der wie auch immer Sie wollen, der Drittmittel sozusagen hängt davon ab, wie erfolgreich war es in letzter Zeit. Das würde dazu führen, dass man frei forschen kann, also praktisch ohne Forschungsantrag. Sie kriegen irgendeinen Drittmittelantrag, Sie kriegen einen Drittmittelgrant, ohne dafür einen Antrag zu stellen, oder der Antrag besteht nur aus Ihrem Lebenslauf oder was auch immer, der Publikationsliste und was Sie sonst noch so gemacht haben in den letzten 5 Jahren.
aber nicht daraus, was sie genau vorhaben. Also sie beschreiben gar nicht, worum es geht. Und sie machen, was sie wollen. Und hinterher wird geguckt, ne, nach 5 oder Sliding Window, also sie können immer jeweils gucken, in die Vergangenheit war das denn gut. Und sie können auch von mir aus gerechtfertigen, was sie mit dem Geld gemacht haben, aber nicht vorher, sondern hinterher. Ehrlich gesagt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil das passiert schon. Ich nehme das aber fast selber als Teil des Beschleunigungssystems wahr. Weil da wird immer, bei manchen Anträgen, da werde ich nur noch verlangt, die letzten 5 Jahre. Und da denke ich mir, okay, jetzt Resonanz ist jetzt 5 Jahre her. Also das Resonanz- und Beschleunigungsbuch kann ich überhaupt nicht mehr in Anschlag stellen. Okay, das ist nicht, was ich gemeint habe. Ich habe nicht gemeint, die letzten 5 Jahre. Ich möchte bloß vermeiden, dass Leute, die vor 20 Jahren mal was gemacht haben, sagen, ich bin einmal früher berühmt geworden, ich habe meiner Doktorarbeit was Schönes gemacht, jetzt möchte ich mit 60 Jahren darauf hin. Was aber oft tatsächlich passiert, ne? es gibt so Kaskadeneffekte, also da ist jemand als Doktorandin oder Doktorand Erstautor von 2, also in der Physik zum Beispiel, 2 Papern in Nature oder Science oder so. Die kriegen dann im Anschluss irgendwelche Preise darauf, dafür kriegen sie dann ihre Gruppe, dafür kriegen sie schnell eine Professur und dann noch einen Preis. Und das ist unglaublich, hinterher streben die auch mit, also eigentlich basiert das alles nur darauf, dass sie ursprünglich mal zur Doktorarbeit am richtigen Ort waren. Ja, jetzt haben sie ihren eigenen Vorschlag recht diskreditiert. Nee, hat er nicht. Doch? Ich würde nicht sagen, dass man das ausschließlich nehmen soll. Mhm, ich will nur, okay. was ich sagen möchte, ist, dass man die Anträge, die man sozusagen jetzt zusätzlich stellt, eher darauf basieren sollte, ob man dem Menschen zutraut, dass er oder sie was Produktives leistet in der nächsten Zeit oder nicht. Und ob man das jetzt in 5 Jahre oder 10 Jahre, das ist mir ein bisschen egal, oder man kann es auch irgendwie gewichten von mir aus. Man muss es auch nicht zählen. Also ich bin auch kein unbedingt Freund von Zählen oder Bewertung, obwohl ich das selber da an diesem Spielchen teilnehme, weil es an jeder Ecke wieder gefragt wird. Man müsste praktisch von oben anfangen. Das Problem ist, dass die Leute, die ganz, ganz oben sitzen in den Entscheidungsgremien, beraten werden von Leuten, die besonders berühmt geworden sind dadurch, ja, genau dadurch. Und das ist sozusagen der Feedback-Loop, wo ich das Problem sehe. Also ich glaube, von der Intuition her sind wir uns da durchaus nahe oder einig, aber also ehrlich gesagt, meine Lösung würde sogar ein bisschen anders aussehen, weil ich glaube einfach, es ist egal, wie du es machst, wenn du irgendwie sicherstellen willst, also es gibt das Problem, dass es Professorinnen oder Professoren gibt, wahrscheinlich in allen Fächern, die da irgendwann mal was geleistet haben, vielleicht hatten sie auch nur Glück und danach ruhen sie sich aus und haben halt ein festes Staatspension oder so, aber eigentlich glaube ich, vielleicht tut eine Gesellschaft gut daran, besonders eine, die ja eigentlich so wahnsinnig reich ist, wie unsere es ist, das Risiko einzugehen, dass es ein paar gibt, die es ausnützen. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Nettogewinn wird größer genug sein, weil es freier, also ich würde tatsächlich, Antragswesen finde ich wahnsinnig schwierig, weil selbst wenn sie es so machen, wie sie es gerade beschrieben haben, die Frage ist, traut man es den Menschen zu, dann ist immer die Frage, wer ist es? Also in der Soziologie kann man ziemlich deutlich sagen, da gibt es unterschiedliche Schulen, ja? Und die einen trauen den Systemtheoretikern halt gar nichts zu, ja, das ist egal, wie viele Bücher der geschrieben hat, und die anderen finden das die einzige wahre Wissenschaft, und deshalb halte ich das für gefährlich. Ich würde sagen, diese Gesellschaft sollte das Risiko eingehen, ja, vielleicht fördern wir auch ein paar faule Professoren, ja. Aber ehrlich gesagt, dieses ganze Prüfwesen, wie viel Zeit verlieren wir alle durch das dauernde Gutachten schreiben und Anträge schreiben? Wir machen ja fast nichts anderes mehr. Die ganze Libido geht in das Schreiben von einem Antrag. Oh, ich habe jetzt da einen ganz dicken Fisch am Haken, das kotzt mich schon lange an. Und dann die restliche Zeit verwende ich dann darauf, irgendwelche Gutachten zu schreiben. Ich würde wirklich sagen, wir könnten dieses Geld nach dem Rasenmäherprinzip über die Lehrstühle verteilen, und dabei werden wir ein paar schwarze Schafe und faule Säcke fördern, aber dafür schaffen wir auch Freiräume, um wirklich wieder, weil ich meine, ein guter Wissenschaftlerin, ein guter Wissenschaftler muss intrinsisch motiviert sein. Das Interesse muss der Sache gelten. Und Ich stimme vollständig zu. Also ich rate mir präzise vielleicht nicht, aber die Tatsache, dass man ganz viel auf Vertrauen ausgeben sollte, finde ich super. Es gibt in der Volkswagen-Stiftung, die haben das im kleineren Rahmen, betreiben das, glaube ich, heute noch, dass sie einen Teil der Grants in bestimmten Förderlinien wird zufällig vergeben. Ja. Da wird nur geguckt, sind die formalen Randbedingungen erfüllt, also zum Beispiel hat die Person eine Promotion hinter sich, ja. Ja? Und ist hier am Fachbereich angestellt oder so. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache, und ich glaube, deswegen finde ich es auch furchtbar, diese EU-Flagship-Programme, wo 1 Milliarde rausgepulvert wird, die im Wesentlichen eigentlich gedacht ist es so, dass es an eine Stelle fließt, wo es besonders gut verwertet wird. Tatsächlich verteilt sich das dann auch über ganz viele Arbeitsgruppen, und effektiver als eine Gießkannenprinzip ist es vielleicht nicht. Sicherlich. Das ist ein bisschen fraglich. Ich glaube, wenn ich 1 Milliarde aufteile in 10.000 Pakete mit jeweils 100.000 Euro, ob ich nicht 10.000 Projekte fördern kann,
Kommen dann nicht, ist das Beste oder die Top 10 Projekte davon nicht besser als das, was das Flagship da erzeugen kann? Ich glaube, das ist so, weil die innovativsten Leute sitzen an unbekannten Stellen oder nicht nur, nicht alle innovativsten Leute. Natürlich gibt es Leute, die sind berühmt, auch gerechtfertigt aus meiner Sicht, aber es gibt eben auch ganz viele, die sitzen irgendwo, sind nicht berühmt und denken aber auch aktiv nach. Ich hatte vor Jahren mal, einigen Jahren, ein schönes Beispiel gehört von einem Mathematiker, der war irgendwie Lecturer oder irgendwie sein sozusagen nicht berühmter Professor an einer nicht berühmten Uni in den USA, und er hat sich, glaube ich, 20 oder mehr Jahre damit beschäftigt, mit dem Primzahl-Zwillingsproblem. Also Sie wissen alle, was Primzahlen sind. Zwillingsproblem ist die Frage, wie häufig gibt es Primzahlen, deren übernächste Zahl auch wieder eine Primzahl ist. Und dann gibt es natürlich Lücken zwischen solchen Zwillingen. Und die Frage ist, wie groß können diese Lücken werden? Und der hat gezeigt, dass die Lücken nicht kleiner werden als irgendeine wahnsinnig große Zahl. Und hat damit einen Schritt in die richtige Richtung getan. Und das hat er nach 20 Jahren veröffentlicht. Okay. Er hat sich die ganze freie Zeit damit beschäftigt. Mit dem Serie. Was man sonst nicht machen kann. Ja, man kann es nicht machen. Also bräuchten wir auch in der Wissenschaft einen Systemwechsel, genauso wie bei der Energieversorgung, bei unserer Mobilität und vielleicht gesamtgesellschaftlich. Und diese Fragestellungen, haben wir jetzt in der letzten Stunde gesehen, sind sowohl bei der Physik als auch bei der Soziologie ganz nah an den brennendsten Fragen. Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir haben etwas über eine Stunde geredet. Es ist sehr vieles zur Sprache gekommen. Vieles konnten wir nur antippen in der Kürze der Zeit. Lieber Herr Timme, lieber Herr Rosa, danke Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns diese Verbindungslinien zwischen Ihren Fachbereichen auszuleuchten und aufzuzeigen. Vielen Dank für die Einblicke, für die Gedankenanstöße, die wir mitnehmen konnten. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an das Team von der Jungen Deutschen Physikalischen Gesellschaft für die Organisation und für die Idee zu diesem Podcast. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie gesund in diesen Zeiten und hoffentlich immer wieder resonant.